Hi Leute, ich bin Nathalie. Hi, ich bin Jan. In diesem Video erklären wir euch die Grundlagen des Doppelkopfs. Zum Doppelkopfspielen braucht ihr 4 Spieler und ein Doppelkopfblatt. Zudem müsst ihr nur noch 3 wichtige Dinge wissen, und zwar, worum geht's überhaupt? Dann müsst ihr noch zwischen Trumpf und Fehl unterscheiden können. Und zum dritten müsst ihr wissen, was die Bedienpflicht ist. Beim Doppelkopf geht es darum, gemeinschaftlich mit deinem Spielpartner möglichst viele Punkte zu erzielen. So kommen wir auch schon zum ersten Punkt. Doppelkopf ist nämlich ein Partnerspiel. Die beiden Spieler, die Kreuz-Dame auf der Hand haben, spielen gemeinschaftlich zusammen. Sie stellen die Rehpartei. Um zu gewinnen, braucht die Rehpartei 121 Punkte. Die Gegner der Rehpartei ist die Kontrapartei. Das sind die Spieler, die keine Kreuz-Dame auf der Hand haben. Und die brauchen, um zu gewinnen, nur 120 Punkte. Dazu müsst ihr noch wissen, dass es insgesamt 240 Punkte im Spiel gibt. Das setzt sich so zusammen, dass alle Buben einen Kartenwert von 2 haben, alle Damen haben einen Wert von 3, alle Könige einen Wert von 4, alle Zehner einen Wert von 10 und alle Asse einen Wert von 11 haben. Die Neuner haben gar keinen Wert. Der Reiz des Spiels ist aber, dass am Anfang noch niemand weiß, wer mit wem spielt. Jetzt kommen wir noch zu Punkt 2 und 3, die ihr unbedingt wissen müsst, um das Spiel zu spielen. Der zweite Punkt ist, dass ihr die Karten in Trumpf und Fehlkarten unterscheiden könnt. Kommen wir zuerst zu den Trümpfen. Die Herz 10 ist Trumpf. Alle Damen, und zwar in der Reihenfolge Kreuz, Pik, Herz, Karo. Dann alle Buben, auch in der Reihenfolge Kreuz, Pik, Herz, Karo. Und dann alle Karos. Diese Karten sind alle Trumpf. Alle anderen Karten sind Fehlkarten. Da haben wir hier Kreuz, Kreuz Ass, 10 und König, Pik auch Ass, 10 und König und beim Herz nur Ass und König. Das liegt nämlich daran, dass die Zehner hier oben liegen bei den Trümpfen. Kommen wir jetzt zur Bedienpflicht. Die erste gespielte Karte einer Runde gibt vor, was die anderen Spieler grundsätzlich legen müssen. Legt der erste Spieler eine Runde, zum Beispiel eine von diesen Trumpfkarten, dann müssen die anderen Spieler, soweit sie Trumpf auf der Hand haben, ebenfalls eine von diesen Karten spielen. Genauso ist es beim Fehl. Spielt irgendeiner als allererste Karte eine Kreuz-Fehl-Karte, dann müssen alle anderen Spieler auch Kreuz-Fehl spielen, solange sie das auf der Hand haben. Beim Pik ist es genauso. Wird als allererste Karte Pik in Fehl gespielt, müssen alle anderen ebenfalls Pik in Fehl spielen, soweit sie es auf der Hand haben. Und beim Herz ist natürlich genau das Gleiche. Jetzt könnte es natürlich sein, dass man eine Farbe nicht bedienen kann. Wenn der Erste ein Kreuz in Fehl spielt und die anderen Spieler oder ein anderer Spieler diese Farbe nicht bedienen kann, dann kann er legen, was er möchte. Spielt er einer von diesen Fehlkarten, dann spricht man von Abwerfen, weil er diesen Stich, also diese Runde, nicht gewinnen kann. Wird als erste Karte Kreuz gespielt und die anderen haben kein Kreuz, dann kann man natürlich auch einen Trumpf spielen. Spielt man einen Trumpf, hat man die Möglichkeit, die Runde zu gewinnen. Derjenige, der in diesem Fall die höchste Trumpfkarte hat, gewinnt die Runde. Wir zeigen euch in einem weiteren Video, wie das Spiel tatsächlich gespielt wird und wie die Regeln angewendet werden. Dann zeigen wir euch auch nochmal die ganzen verschiedenen Variationen, die es gibt. So, das war's jetzt mit den Grundregeln. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Und wenn es euch gefallen hat, teilt es doch einfach mit euren Freunden. Oder noch viel besser, setzt euch zusammen und probiert es einfach mal. Viel Spaß mit unseren Videos. Nathalie und Jan.